Ganz wichtiges Thema, wie kann ich denn von einem View zum anderen Daten übertragen? Ja, in der Regel werden ja eure Views irgendeine Art von Eingabedatenmaske haben und dann ist immer die Frage, wie sag ich denn meinem nächsten View, was er da hinschreiben soll oder was eben in einem bestimmten Controller eingegeben wurde. Spannendes Thema, Step 7 kopiert aus Step 6 und wir steigen da gleich ein und gucken uns das Ganze mal an. Also, was ist die Idee? Die Idee ist, dass wir von unserem Mainscreen eine Information zu unserem Orange View Controller übertragen. Entschuldigung, ja, das ist so wichtig, dass man sich fast dran verschluckt. Also, das ist ja unser View Controller, zumindest die Klasse, die dahinter steckt. Und das ist unser Orange View Controller und die Klasse, die dahinter steckt. Das hatten wir ja schon. Also, Information übertragen von hier nach da. Welche Information wollen wir übertragen? Was auch immer der Benutzer hier eintippt. Also brauchen wir ein Textfeld. Gehen wir in unsere Objektbibliothek. Holen wir uns ein Textfield, legen das hier unter unseren Button und werden es natürlich gleich über Auto Layout Constraints positionieren. Ihr seht schon, der Abstand zum vorherigen Element darüber ist jetzt ein Punkt. Wir machen da mal 10 draus. Wir wollen 10 Abstand zu unserem Button und wir wollen 16 von links und 16 von rechts und das wäre dann unser Textfeld. Und jetzt werden wir unserem Textfeld hier sagen, dass wir nicht so einen komischen Rahmen da drum haben wollen, sondern unser Textfeld soll überhaupt keinen Rahmen haben. Ja, das ist auch eher so ein bisschen iOS-Style. Wundert mich, dass hier dass dieses Kringelchen da standardmäßig markiert ist. Wir wollen natürlich auch was sehen für unser Geld, also geben wir einen schönen Font. Ja, Title 1, haben wir Platz, können wir gut was sehen, wenn wir da in unserem Textfeld was tippen. Und dann haben wir hier einen Placeholder und das ist dann die Information, die wir übertragen wollen von unserem Textfeld auf unseren Orange View Controller. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt ist die Quizfrage, was muss ich tun, um in unserem Main Storyboard an die Information hier in diesem Textfeld zu kommen? Richtig, wir brauchen ein Outlet. Ich muss dieses Textfeld mit der Klasse ViewController ja irgendwie in Beziehung setzen, damit wir vom Quelltext aus zugreifen können. Und wie machen wir das? Richtig, indem wir unseren Assistant Editor bemühen. Also, hier haben wir unser Information Textfield. Control, Drag hier herüber in den Quelltext. Wir brauchen ein Outlet und das ist dann unser Information Text Field. So nennen wir unsere Stored Property und sie ist ein IB Outlet und eine weiche Variable mit so einem lustigen Ausrufezeichen, womit wir uns noch nicht beschäftigt haben. Aber ihr seht, man muss ja noch nicht alles wissen, damit schon mal irgendwas funktioniert. Also, das Information Text Field hätten wir jetzt im Zugriff hier von unserem Main Controller. Und dann fällt mir gerade auf, gehen wir doch auch in den Button und sagen, lieber Button, weißt du was, du hast auch einen Font vom Title 1 und hier, wo wir ihn gerade sehen, machen wir das doch auch. Dann haben wir einfach mehr Inhalt auf unserem Schirm. Es sieht größer aus. Also, Orange View. Das ist unser Button, der diesen Controller hier aufruft. Aber vorher haben wir hier noch ein Textfeld, da könnten wir was tippen. Die Idee ist, dass diese Information hier herüber wandert. Wow! Damit wir das kontrollieren können, ob die Info auch hier ist, wäre es natürlich nicht schlecht, wenn, richtig, wir hier noch einen Label hätten. Label. Und dann ziehen wir uns halt ein Label hier hin. Und auch hier wissen wir schon, was passiert. 10 Abstand nach oben, 16 nach links, 16 nach rechts. Bitte, da ist unser Label. Unser Label hat auch einen Title 1 als Dynamic Type bzw. Text Style.
Und da steht nicht Label, da steht schon mal Information, Doppelpunkt. Und da soll halt dann rein, was wir hier getippt haben. Hier ist es ein Textfeld, hier ist es ein Label. Wenn ich vom Orange View Controller auf dieses Label zugreifen will, was muss ich denn tun? Richtig, ich brauche ein Outlet. Seht ihr, ist doch alles total trivial mit dieser iOS-Programmierung. Wir holen uns einen Assistant Editor. Wir sind im Orange View Controller. Xcode macht den Rest. Ach, es ist einfach immer wieder faszinierend, wie gut das funktioniert. Hier ist unser Label. Das ziehen wir uns mit Ctrl-Klick hier rüber. Wir wollen ein Outlet. Und zwar ist das unser Information Label. Ein UI-Label. Auch das eine Weak Stored Property als IB Outlet. Der Typ übrigens dieses Information Labels ist ein UI Label, genauso wie der Typ vom Textfeld drüben eben ein UI Textfield war. So, jetzt haben wir schon mal soweit vorbereitet, dass wir Informationen eingeben können, die dann hoffentlich hier landet. Funktioniert das denn jetzt schon irgendwie auf magische Art und Weise, werdet ihr fragen? Und dann kann ich euch schon, bevor der Simulator kommt, die Antwort geben. Nein, es funktioniert nicht. Aber wir schauen uns trotzdem mal an, wie es aussieht. Also hier kommt dann unser Main View Controller. Hier ist unser Information Text Field. Da klicke ich rein und schreibe mal Hello. Ja, ihr seht, ich kann hier mit der Tastatur arbeiten, ganz normal, die hier am Notebook ist, oder ich kann auch natürlich die Simulator-Tastatur verwenden. Und jetzt ist die Frage, ich gehe auf den Orange View Controller, weiß denn der irgendwas von Hello? Nee, weiß er nicht. Da steht ja nur das Label mit dem Text drin, den wir im Storyboard eingetippt haben. Also irgendwas müssen wir noch tun. Ja, warum macht er jetzt aus dem H ein J? Das frage ich mich allerdings auch. Gehen wir nochmal zurück. Sehr interessant, fragt mich nicht. Also, jetzt gucken wir uns dann im nächsten Video an, wie wir die Information konkret übertragen. Wird spannend.